Na, lebst du noch? Nö. Ja, ich würde sagen, das lief, ne? Ist die Frage, habe ich jetzt hier alles tot? Oder gibt's hier noch ordentlich von den na. Klickern, mein Gott, ich bin heute ein bisschen schwierig mit der deutschen Sprache, ja. Flasche will ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so schnell langlaufen sollte, aber es geht gerade im Moment ganz gut. Und ja. Gucken wir mal nach, was hier alles weggebrannt ist. Oh, Firefly-Anhänger hat der gehabt. Joe Warren. Der Name ist aber irgendwie bekannt, oder? Joe Warren. Alter, hier ist ganz schön was verbrannt. Heilige Scheiße. Gucken wir uns mal in Ruhe hier um, weil ich glaube, hier ist nicht mehr viel, was noch lebt. Die sind da anscheinend alle hingerannt, die ganzen Klicker. Und vielleicht haben wir hier noch ein paar tolle Sachen. Wenn ich noch einen höre, dann ist ja gut. Dann habe ich ja immer noch reichlich Messer. Ich kann mich noch anschleichen. Das wird schon alles. Okay. Da ist noch eine Schublade. Voll. Vielleicht können wir ein bisschen was basteln. Warte mal. So, nimm mit. Klebeband ist immer noch voll. Okay. So, gucken wir uns hier drin noch ein bisschen um. Oh, ich höre welche. Glaube ich. Ah, mir fehlt noch einmal eine Klinge. Gut. Bei diesen ganzen Wänden, ne, da kann man auch gar nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Viech oder ist das irgendwie nur eine Wucherung hier an der Wand. Guckt euch das mal an! Boah, man, es sieht saugeil aus, es ist toll gemacht, ne, aber es ist schon widerlich. Und ein Billardtisch, geil. Und eine Runde Billard würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ich brauche halt nur einen vernünftigen Gegner. Ach, jetzt sehe ich das erst, ich bin hier am Anfang wieder. Okay. Alles klar, bin um Pudding gelaufen. Dann gehen wir halt hier wieder lang. Und dann können wir jetzt ja hier weitergehen, ne? Ja. Oh! Da bin ich bei ihm ganz stumpf dran vorbeigelaufen. Ich kann keine Bögen mehr einsammeln. Ach du meine Güte. Aha, da liegt noch Stoff. Eine Klinge wäre echt gut, dann kann ich mir noch ein Messer basteln. Da ist noch eine Flasche. Da ist irgendein Ziel eingraviert, ja, eingezeichnet. Tür. Du sagst, das hältst, dann glaube ich dir das mal. Okay. Und da ist noch eine Tür. Ah ja. Schön. Das hat doch gut geklappt. Ja, gucken wir uns hier auch noch ein bisschen um, ne? Nisch drin. Pillen. Cool. Der hat sogar eine Gitarre gehabt. The Bash, die hatten wir schon mal. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Von Liu
Spinoff, keine Ahnung, Feldreporter. Im Zuge des aktuellsten WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet und infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe machte in einem Brief deutlich: In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Ja. Ja, Tür machen wir gleich. Klo. Irgendwie ist nie was im Klo. Ich will aber mal was im Klo finden. Und keine Scheiße. Okay, Tür. Alles typische Türen. Ja, der war gut versteckt, der Schrank. Ist da was Tolles drin? Nein. Oh, gemein. Und da ist noch eine Schreibtischschublade. Jo. Voll. Ja, alles voll. So. Ist Ellie noch da draußen zu sehen? Aktuell sehe ich sie nicht. Da kommen wir nicht ran. War ich überall drin? Ja. Da müssen wir wahrscheinlich raus, ne? Oder da komme ich doch her, oder? Nee, hier komme ich nicht her. Doch. Hier komme ich wohl her. Ja, da muss ich ja... Ach, da! Ah, ich sehe schon. Hier kann ich ja raus. Alles klar. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Wo bist du denn? Da. Ach so, ich bin schon auf der anderen Seite. Alles klar. Hier ist ein Generator. Den muss ich wahrscheinlich anschmeißen, ne? Moment, hier ist noch ein Kabel. Muss ich da was machen? Was denn? Ach so, da muss der angeschlossen werden, ne? Kann das sein? Mach das Tor für uns auf. Jo. Ja, Moment. So. Ich kann mich daran erinnern, dass GameTube hier total lange festgehangen ist, weil die nicht rausgefunden haben, dass man den da anschließen muss. Ich glaube, irgendwas war da. So, und... Achtung. Klack. Oh. Und einen noch. Versuchen wir es mal. Ha, geschafft! Ja, das ist super. Komm schon durch. Tja, da wollen wir mal gucken, ne? Was da drin abgeht. So. Du Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es infizierte Sonder beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, es sieht doch gut aus, was wir hier machen. Okay, benutze sie als Verteidigung, ja. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil dann hätten sie nicht einfach die ganzen Räume da reingesteckt. Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, dass eigentlich die Station hier komplett überrannt ist mittlerweile, dass hier keiner mehr arbeitet. So, geradeaus. Football Field. Wir gehen trotzdem mal geradeaus weiter, denke ich, ne? Weil. Ja, wo wollen wir sonst hin? Da können wir mit dem Pferd rüber. Wahrscheinlich muss ich deswegen auch aufsitzen. Aber wir gucken erstmal nach links. Denn hier ist Gerümpel. Und mehr nicht. Okay, also aufsitzen und noch einmal mit Callus über den Draht. So. Achtung. Tadap, 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 tadap. Sehr schön. Jo.
Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Ja. Das ist es eben. Sollten wir jemanden treffen. Mhm. Gehen wir rein. Gehen wir rein? Da? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir gucken uns jetzt mal hier hinten um. Da sieht alles ziemlich kaputt und verlassen aus, ja. Und die Zelte hier sind auch alle leer. Tja. Warst du in so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Okay. Aber immerhin spricht er über Sarah und seine Frau sogar ansatzweise mit ihr. Das hätte er vor ein paar Wochen, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich weiß ja gar nicht, wie lange sie mittlerweile unterwegs sind. Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr, keine Ahnung. Wie lange sich das Ganze hier schon zieht. Oder vielleicht nur ein paar Tage. Keine Ahnung. So, da hinten sind auch noch ein paar Zelte. Also wir sollten die zumindest erstmal alle einmal durchwühlen, bevor wir uns jetzt im Hauptgebäude nähern, ne? Ich hoffe, da seid ihr meiner Meinung. Denn hier, wie ihr seht, liegen Sachen. Und ein Firefly-Anhänger. Ein Firefly-Anhänger. Eric Griggs. Das hätten wir. Wieso? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viel es insgesamt von diesen Anhängern gibt. Das sind ja so eine genannten Collectibles, ne? Und ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt was bringen, wenn man alle hat. Aber irgendwann werde ich sicherlich nochmal eine zweite Runde von diesem Spiel hier zocken. Vielleicht nicht als Let's Play, das habt ihr ja alles schon gesehen. Aber vielleicht privat. Genau wie The Evil Within. Da habe ich bisher noch keinen Zeit zu gehabt, ne? Aber ich möchte das natürlich gerne noch privat ein zweites Mal zocken. Gerade weil man die ganzen Waffen ja noch super auftunen kann und so. Das macht da natürlich noch viel mehr Bock. Aber ich habe die Spiele schon echt ewig nicht mehr gespielt. Was bei mir ungefähr 3 Jahre sind. Und es macht echt Spaß. Und es ist toll, das alles nochmal wieder zu durchleben. Und vielleicht sind ja auch einige von euch dabei, die dieses Spiel jetzt noch gar nicht kennen. Und die sich freuen, wenn sie das hier sehen. Okay. Dann aufsitzen und drüber springen. Komm, Ellie, bin unterwegs. Ja, es ist ein sehr großes Areal hier, von daher gucken wir halt sehr viel. Rüber, hopp. Da unten ist ein Tor. Und hier haben wir Rasen. Ja, ist ja nichts Besonderes. Da war gerade ein Kreis zum Wählen irgendwie. Irgendwas kann ich hier anwählen. Da. Ach, den Container kann ich schieben. Okay, das weiß ich Bescheid, ja. Gucke ich mir gleich an. Da hinten ist eine Tür. Wahrscheinlich können wir da nicht rein, aber probieren sollten wir es. Okay. Hey, wie wär's da drüben? Hm. Ja, ja, ich weiß. Da scheint der Eingang zu sein. Ja, das ist mir klar. Kann ich da rüberspringen? Ein bisschen, tut ein bisschen weh vielleicht, ne? Aber macht nichts. Gut, ja, dann nehmen wir uns jetzt den Kasten damit. Damit wir da rüberkommen. Wahrscheinlich ist das Tor kaputt oder irgendein Grund wird es schon geben, warum wir da nicht durchgehen dürfen. Oder ist hier vielleicht noch was? Im Müllhaufen. Nein. Aber das wäre echt eine super Situation hier gewesen, finde ich, für so ein Safe. Aber wir durften keinen finden. Oder ich habe ihn wirklich komplett übersehen. Das kann natürlich sein. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir doch, ob ich hier irgendwo ein Safe übersehen habe. Das würde mich schon interessieren. Denn falls ich das nämlich irgendwann mal nochmal neu spielen möchte, würde ich gern das komplett schaffen. Und okay, 4 Saves hatten wir. Was geht. Ja. 4 Saves hatten wir bisher. Und die habe ich alle gehabt. Wenn es noch mehr gibt oder gab, schreibt mir das gerne. Wo ist sie denn mit dem? Da oben steht sie. Kann ich jetzt hier rein? Die Tür ist so klein, ne? Kann ich aber auch nicht rein. Ach so, du hast das Pferd da gelassen. Alles klar. Können wir hier so ein Tor öffnen vielleicht? Nee. Da? Auch nicht. Auf den LKW drauf? Warte mal. Ja. Kann ich Ellie da hoch?
Kann ich anscheinend nicht. Dann muss ich das Teil wieder mitnehmen, ja? Ja, okay. Ich vermute, wir müssen da hoch. Und ich hatte recht. Sehr schön.